Nach Todesfall, Elena Miras meldet im Netz zu Wort. Jetzt äußert sich Elena Miras, 30, zu ihrem Post. Die Influencerin verabschiedete sich Anfang Dezember von ihren Followern, weil sie eine kleine Social-Media-Pause einlegen wollte. Ihr ginge es nicht gut und sie müsse einige Dinge klären, hat sie die Pause begründet. 7 Tage später meldete sie sich zurück, sah aber nicht wirklich glücklicher aus. Heute Morgen postete sie ein Bild, auf dem lediglich Ruhe in Frieden mit einem Tauben-Emoji geschrieben war. Jetzt meldete sie sich, um diesen Beitrag zu erklären. Es betrifft nicht meine Familie, sondern jemanden, der mir auch sehr nahe steht. Ich will aber darüber auch keine Infos geben, denn es ist nicht meine Familie und somit kann ich gar nicht sprechen, äußerte sie sich dazu in ihrer Instagram-Story. Für Elena sei es dennoch ein sehr hartes Jahr gewesen. Sie habe gelernt, dass man sich der Gesundheit nicht sicher sein könne und deswegen jeden Moment seines Lebens genießen solle. Macht das, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt, gab sie ihren Followern als Tipp mit an die Hand. Im weiteren Verlauf ihrer Instagram-Story machte sie sich selbst Hoffnungen und war der Meinung, dass auch wieder bessere Zeiten kommen würden. Und ich freue mich auch schon auf die Zeit, wenn alles wieder gut ist. Anführungszeichen.